Freunde, ich weiß, dass ihr mich gerade nicht sehen könnt und das liegt daran, dass ich hinter diesem Tannenbaum bin. Naja, es ist zwar erst November, aber ich bin schon mega in Weihnachtsstimmung und ich denke, ihr auch. Einen Tannenbaum habe ich ja auch schon besorgt, nur eine Sache fehlt noch in Brookhaven und zwar der Schnee. Ich meine, wo ist es hier bitte weiß? Es sind sogar noch Herbstblätter hier und das werden wir heute ändern. Denn ich hole einmal mein Laptop raus und ich würde sagen, wir gehen einmal in Roblox Studio rein. Und ganz genau hier bin ich auch schon und auf jeden Fall werde ich heute alle Sachen ändern, damit das Spiel richtig schön weihnachtlich aussieht. Fangen wir mal mit diesem Wasser hier an. Denn Wasser gefriert ja bei 0 Grad und deswegen wird das Wasser hier einmal zu Eis. Das heißt, Freunde, einmal hier drüber mal und wir sehen schon, das Wasser wird zu Eis. Das müssen wir natürlich auch hier machen. Also einmal dieses ganze Wasser einfrieren lassen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Nur mit der Rutsche rutscht man jetzt einfach auf das harte Eis. Die Rutsche müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen austauschen dann nachher. Aber zuletzt fehlt doch diese riesige See. Da machen wir einmal dieses ganze Wasser hier zu Eis und oh mein Gott, das leckt. Aber so wie es aussieht, funktioniert das richtig gut. Und hiermit ist auch das ganze Wasser einmal zu Eis geworden. Nur dieser Wasserfall, warte mal, der kommt mal komplett weg, würde ich sagen. Kümmern wir uns mal noch direkt um die Rutsche. Ich würde sagen, die machen wir hier auch mal ein bisschen mehr weg. Vielleicht machen wir hier einfach noch ein paar Liegen hin. Und jetzt kann man sich hier schön hinlegen und seinen Kinderpunsch genießen. Sehr, sehr cool. Als nächstes machen wir mal den Spawn ein bisschen schöner. Und diese Sachen hier, die müssen mal geändert werden. Und zwar zu einer neuen Farbe. Okay, das nicht. Aber eher so dunkelrot, zu weihnachtlich. Und wow, ich muss schon sagen, diese Farbe gibt direkt eine ganz andere Stimmung hier. Okay, gerade ist es noch ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein, aber das ändern wir mal schnell. Und zwar machen wir noch dunkelgrün dazu und jetzt ist es weihnachtlich. Oh Mann, ich freue mich schon so auf Weihnachten. Warte mal, freust du dich auf Weihnachten? Schreib das mal in die Kommentare. Ich werde mir jeden Kommentar durchlesen und ich bin echt gespannt, ob ihr euch genauso freut wie ich. Eine Sache müssen wir noch ändern, denn das Gras sieht man ja nicht mal, wenn Schnee drum liegt. Das heißt, alles wird jetzt noch verschneit sein. Also einmal alle grünen Parts auswählen und diese färben wir mal weiß um. Und wir sehen, alles wird zu einem Winterwunderland. Und ich sage euch ehrlich, mit der Zeit wird das immer cooler. Ich meine, schaut euch mal das an. Wir sind erst am Anfang und jetzt ist das Update schon eine 10 von 10 alleine. Aber warte mal, dieser Berg hier, der ist immer noch grün. Den machen wir mal so bläulich. Oh, wie cool. Ja, dieser Blauton gefällt mir schon besser und das passt so. Und diese Bäume sind eigentlich schon in einer guten Winterfarbe. Die können wir auch einmal so lassen. Ja gut, den größten Teil haben wir jetzt schon geändert. Und jetzt wird es noch Zeit für die kleinen Sachen. Wir suchen erstmal Weihnachten in der Toolbox. Und als erstes sehe ich Weihnachtslichterketten und die sind ganz, ganz wichtig. Und zwar hängen wir hier eine schöne Weihnachtslichterkette auf. Einfach so von Baum zu Baum. Oh yeah, damit wäre das fertig und das sieht mal so süß aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, ich sehe noch einen Weihnachtsschriftzug. Das machen wir auch mal größer, viel größer, um ehrlich zu sein. Und vielleicht machen wir das Ganze mal hier dran, an die Polizeistation, denn an Halloween steht hier ja auch Happy Halloween. Deswegen kann hier an Weihnachten hier einfach mal Christmas stehen. Ich mache hier noch so ein kleines Licht hinzu und das Ganze ein bisschen größer, dass man das hier besser erkennen kann. Jetzt ist auch dieser Baum hier oben ein bisschen angestrahlt. Wie cool. Was sehe ich hier denn sonst noch? Oh, so ein Weihnachts... Warte mal, wie nennt man das? Ich weiß es nicht, aber das können wir auch aufhängen. Am besten einfach hier überall so hin. Dann noch einen über die Polizeistation. Vielleicht tauschen wir einmal dieses Logo hier aus. Dann noch einen riesigen über die Schule hier. Oh, hier ist noch eine Weihnachtslichterkette und die gefällt mir auch ganz gut. Einmal nehmen und wo kommt die jetzt hin? Vielleicht einfach mal hier dran und die passt hier perfekt dran. Das sieht schon mal ziemlich, ziemlich weihnachtlich und auch schön aus. Christmas heißt das hier nur und das ist einfach ein Rentierschlitten vom Weihnachtsmann. Und ich würde sagen, der kommt einmal hier auf das Dach oben drauf. Hier steht normalerweise der Helikopter, aber jetzt ist hier der Schlitten für den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Hier sind noch mehr Weihnachtslichter und die passen perfekt zur Straße. Die sehen aus, als würden sie einfach aus Brookhaven kommen. Ich glaube, die können wir hier auch ganz oft platzieren. Eins mal hierhin, eins kommt hierhin und so weiter und so weiter. Ich mache gerade noch die letzte Reihe fertig und damit sind in jeder Straße hier vom Spawn einmal diese Lichterketten verteilt. Das heißt, wenn man hier mit dem Auto langfährt, sieht man auf jeden Fall ganz viele Weihnachtslichter und eine schöne Atmosphäre. Weihnachtskekse für den Weihnachtsmann gibt es hier auch noch. Und ich glaube, die kann man sich sogar nehmen. Das heißt, ich platziere hier mal ein paar mehr hin am besten. Merry Christmas aus Geschenken. Oh, das sieht aus, als würde es so im Brookhaven stehen. Das fügen wir auch noch hinzu. Aber ich würde sagen, hierhin. Dafür machen wir mal alle drei Schaukeln weg. Und jetzt ist hier genug Platz für den Merry Christmas Schriftzug. Ich schaue nochmal nach Snowman in der Toolbox. Also Schneemann. Und davon gibt es auch ein paar. Aber der ist ziemlich Ohio-mäßig. Oh ja, der ist schon cooler. Ich ändere noch einmal die Textur, dass es so aussieht, als würde der hier in Brookhaven reinpassen. Das heißt, hiervon können ganz viele platziert werden und der passt hier so gut hin. Oh mein Gott. Dann noch einer hier in diesen Grasstreifen und es werden immer mehr Schneemänner. Wir können noch mal nach Weihnachtsmann schauen an der Stelle. Und warte mal, wie cool ist der denn? Ein riesiger Weihnachtsmann. Ich glaube, den setzen wir einmal hier oben auf den Berg drauf und der schaut jetzt auch hier schön nach unten auf die Weihnachtslandschaft. Wir haben hier noch einen Weihnachtsmann auf dem Schlitten dieses Mal. Den können wir eigentlich auch noch mal in den Himmel tun und der fliegt hier jetzt einfach so entlang über die Stadt von Brookhaven.
Brookhaven. Viel Spaß! Ihr könnt auch nochmal nach dem Grinch in der Toolbox schauen, mal sehen, ob da was kommt. Und ja, da kommen ein paar Leute. Eher gesagt, ein paar Grinches. Da ist auch noch sein Hund. Und naja, eigentlich wollen die ja Weihnachten klauen, aber ein Grinch darf bei Weihnachten auch nicht fehlen. Probier mich aus, steht hier. Okay, dann tun wir dann hier mal dazu und mal sehen, was passiert, wenn man da drauf drückt. Dieser Grinch gefällt mir eigentlich ganz gut, außer das Gesicht, das ändern wir mal schnell, okay? Dann eben nochmal, ich glaube, jetzt sollte das funktionieren. Jetzt hat der Grinch auch ein richtiges Grinch-Gesicht. Aber ich meine, der Grinch darf nicht frei rumlaufen. Der muss einmal ins Gefängnis, damit er nicht Weihnachten klaut. Und ich meine, sein Hund, der kommt auch noch gleich dazu, auch wenn er nichts gemacht hat. Aber trotzdem, du musst hier auch einmal mit rein. Aber eine Sache fehlt noch, und zwar ein Weihnachtsbaum. Und den haben wir hier schon. Hier ist einmal der Baum ohne die Geschenke. Und dieser Baum, der kommt auch noch einmal in die Stadtmitte. Am besten hierhin, wo die Rutsche war. Wie schlau ist das denn? Stellt euch einfach vor, das wäre ein richtiges Brookhaven-Update. Wie cool wäre das bitte? Naja, wir haben ja auch noch einen Weihnachts... Oh, wie... Warte mal. Dieses Ding hier sieht aus wie diese Unterführung hier hinten. Vielleicht kann man das ja mal austauschen. Einmal das alte weg und das neue hier hin. Und ich würde sagen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das duplizieren wir einmal und dasselbe kommt nochmal genau hier hinten hin. Und tschüss zum alten sagen. Wir haben hier auch noch eine Weihnachtskugel und die ist mal mega süß. Und ich habe gehört, wenn man die schüttelt und wenn ein Abo da lässt, dann kommt da sogar Schnee raus. Mal sehen und... Ja, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man Schneeflocken. Danke für dein Abo, wenn du das jetzt gemacht hast. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann mach das bitte, das ist kostenlos und das unterstützt mich sehr, sehr. Diese Kugel kommt allerdings einmal hier am Spawn auf den Tisch. Jetzt fehlt nur noch ein Weihnachtsauto. Ich platziere auch einfach mal ein paar und warte mal, wie cool sieht das denn aus? Hier ist unser Parkplatz, mal sehen, was wir fahren können und was nicht. Hier habe ich noch ein paar Weihnachtsautos und ich glaube, die sind alle sehr, sehr cool aus. Vor allen Dingen das hier mit diesen Rentierohren. Das ist mal so cool. Eine letzte Sache fehlt noch und das ist der Schnee. Deswegen suchen wir einmal Snow in der Toolbox und mal sehen, ob wir jetzt gleich hier Schnee haben werden. Ich habe einen Effekt gefunden und der gefällt mir richtig gut. Schaut euch mal diesen Schnee an, der ist mega realistisch. Dann machen wir noch diese Schneefläche etwas größer und jetzt fällt hier überall Schnee auf der Map. Dafür wäre ein Like schon ziemlich nett. Und ich würde sagen, ich bin fertig. Das heißt, wir sehen uns gleich in Roblox wieder. Und ganz genau da bin ich auch schon im Brookhaven mit euch allen. Grüße gehen raus. Und naja, ich würde sagen, es wird Zeit, erstmal den Grinch auszuprobieren und der steht hier vorne. Einmal drücken. Oh mein Gott, er wackelt einfach. Wie cool ist das denn? Ey, Grinch, was geht ab? Warte mal, Grinch, wackel mit deinem Kopf, wenn du mal abonniert hast. Und er wackelt mit seinem Kopf. Let's go. Also, wenn der Grinch schon abonniert hat, dann solltest du das mal auch unbedingt machen. Das ist kostenlos. Ein Klick. Und das würde mich sehr, sehr unterstützen. Weiter geht's. Und hier ist Eis. Wir können einfach in das Eis reingehen oder versinken. Oh, das ist mal gar nicht gut. Dann einmal weiter zu den Kuchen. Und warte mal, Kuchen. Ich meine Kekse. Hier haben wir Kekse. Und die können wir alle lecker essen. Ich liebe Kekse. Und ich hoffe, ihr auch. Ihr Freunde, nehmt die Kekse und esst sie. Let's go. Dann steht hier noch Merry Christmas. Und hier ist noch mehr Eis. Einmal hier reingehen und... Oh nein, warte mal. Man steckt fest und man ist unter dem Eis. Oh nein, schnell raus. Das ist mal gar nicht gut. Hier sind auch noch ein paar Lücken im Eis. Also da aufpassen, denn ich glaube, da schmilzt etwas. Und die fährt dann mit dem Auto. Warte mal, der will mich zusammenfahren. Oh, okay, dann eben nicht. Ja gut, da ist er weggefahren. Und da ist auch noch direkt das nächste Ding. Und zwar die Schule mit diesem richtig coolen Zweig oben drüber. Und natürlich der Tannenbaum, den habe ich ganz vergessen zu erzählen. Warte mal, jetzt ist das Auto da reingefahren. Oh Mann, ey. Das tut mir echt leid an der Stelle. Aber warte mal, da drüben sind noch die anderen Autos. Und ich glaube, da fahren auch schon Leute damit. Oh nein. Ich glaube, das Auto fällt auseinander. Oder? Warte mal. Nö, ich kann damit fahren, aber auch nur so halb. Also das scheint nicht so gut zu funktionieren. Schnell raus. Das Auto hier, das geht einfach gar nicht. Und was ist hier? Hier ist noch ein Auto. Hä? Ja, okay, das Auto wurde neu gespawnt. Und jetzt fahre ich damit, oh, mit Fullspeed einfach zum... Warte mal, meine Beine und meine Kuh, die sind einfach beide weg. Wie kann das denn sein? Aber immerhin lacht der Schneemann hier. Der ist nämlich auch im Update dazu gekommen. Was geht, Schneemann? Kann ich vielleicht deine Beine leihen? Ich glaube, der hat selber keine. Oh Mann, weiter geht's aber nach da drüben. Denn da ist ja noch der riesige See, der zugefroren ist. Und ich steig mal bei ihm ein hier an der Stelle. Fahr mich mal zum See, bitte. Und da sind wir auch schon angekommen. Vielen Dank an der Stelle. Und meine Beine sind wieder da und meine Kuh ist auch wieder zu mir zurückgefunden. Let's go. Und da sind wir auch schon. Wie cool ist das bitte? Alles zugefroren. Und ich würde sagen, das Update ist für mich persönlich eine 10 von 10. Wie findest du das Update? Schreib's mal jetzt in die Kommentare. Das würde mich echt mal sehr interessieren. Wenn du bis jetzt geschaut hast, schreib Hashtag Weihnachten in die Kommentare. Jeder, der da schreibt, bekommt ein Herz von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, das hier auf dem Bildschirm ist. Bis dann, Freunde.